Ja, es ist eigentlich ein goldenes Blatt, aber da es ein Schwarz-Weiß-Game ist, ist es kein goldenes Blatt. So, das nächste bekommen wir auch hier außen. Aber nicht hier, sondern hier, genau. So. Komm mal runter. Zack. Und ein goldenes Blatt. Und die anderen drei goldenen Blätter bekommen wir drin in der Burg. Glaube ich, nee, warte, war hier außen nicht auch noch eins? Irgendwie hier in diesen Blättern oder so? Nee, okay. Ich war der Meinung, das war so. Ha. Egal. Nee, hier war eins. Hier gab's eins. Oder? Oder war's oben? Nee, hier, okay. Hier war das dritte goldene Blatt. Wir brauchen 5 Stück insgesamt. Ich weiß gar nicht, wo wir noch alles eins herbekommen. Doch eins ist in... Eins gibt es in Gebüschen. Wir haben gerade draußen das Tor aktiviert, was vor dem Schloss war. Das heißt, das Tor ist jetzt unten. Ne, es gibt doch keins in Gebüschen, okay. Aber es gibt hier eins. Okay, dann war es der hier. Ne. Einer von denen gibt mir ein goldenes Blatt. Ich glaube, das war der rechte. Oder der linke, ich weiß es nicht genau. Einer von den beiden. Ich dachte, die kommen standardmäßig so raus und wir müssen sie nur mit Bomben besiegen. Aber nein, okay. Gut. Dann hätten wir das. Genau. Hier unten ist jetzt das... Ach nee, das seht ihr von hier nicht. Schade. Okay, das Tor da unten ist jedenfalls offen. Keine Meinung, irgendwas war in den Gräsern noch, aber okay. So. Hier. Okay, nein, dann mussten wir das... War das so? Ja, so, okay. Aufschmeißen. Und da wir die Pfeile haben, können wir den... Recht easy, würde ich jetzt mal sagen, mit den Pfeilen besiegen. Und schon haben wir das letzte goldene Blatt gefunden. Und jetzt sagt er, wir sollten noch einmal Richard aufsuchen. Weil man eigentlich erst den Hinweis bekommt, dass man hier hin muss, wenn man mit Richard gesprochen hat. Aber... Ja. Ja. Wir wussten es halt schon vorher. Deswegen steht da, man muss noch einmal mit Richard reden. So, gut. Alles klar, wir haben jetzt die 5 goldenen Blätter. Wir brauchen aber noch 2 Zaubermuscheln, die wir uns noch schnell snacken, um uns dann eine weitere Zaubermuschel zu holen. Und zwar gibt es hier unten eine, genau. Oh, nice, Triforce. Beziehungsweise Teil der Macht. Hier drin gibt es eine Zaubermuschel. Weg. War ich hier nicht sogar? Nee, da war keine. Aber hier oben gleich ist eine. Zack. So. Wir müssen jetzt nämlich hier noch eine holen. Und dann jetzt hier in diesen Zaubermuschelpalast rein. Zack. Und bei 5, bei 10 und bei 20 gibt es etwas. Zack. Genau, bei 5 gibt es eine weitere Zaubermuschel. Bei 10 gibt es eine weitere Zaubermuschel. Bei 15 gibt es gar nichts. Aber bei 20 gibt es dann das... Ah! Gottchen. Zweites Schwert. Und das ist auf jeden Fall ein Ziel, was wir befolgen oder verfolgen. Auf jeden Fall das zweite Schwert zu holen. Ist schon ein bisschen stärker, würde ich mal. Ja, ein bisschen. So. Wir müssen jetzt erstmal hier runter. Und dort ins Haus. Zack. Und jetzt mit Richard reden. Es sei gegrüßt, vermutlich. Ah, oh, ich hätte mir denken. Ach so. Stimmt. Liebe diese Truhe hinter mir zur Seite. Ja, genau. Zack. War hier links eine Zaubermuschel oder war hier links nur Geld? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, eine Zaubermuschel. Ja, genau. Okay. Weitere Zaubermuschel bekommen. Und jetzt... War hier hinten auch was? Hier hinten ist nur ein Gegner, ne? Ja. Okay.
Ich glaube, hier hinten war nichts. So, und jetzt müssen wir... Uiuiuiui. Echt jetzt? Okay, gut. Hat funktioniert. Ah, hier war auch nichts mehr, ne? Stimmt, hier war auch der Weg zu, glaube ich. Aber wir können den Trick anwenden. So. Das wäre nämlich eigentlich ein Labyrinth. Und hier vor der Eulenstatue ist der Schlüssel in den dritten Palast. Cool, mit dem Schleimschlüssel öffnet sich das Tor in der Urunga-Steppe. Yeah. So, jetzt müssen wir nur wieder zurückgehen. Hopp. Man kann mit der Feder auch zwei Löcher überspringen. Deswegen funktioniert das so, wie ich das hier gerade mache. So. Man kann hier auch anderweitig reinkommen. Wie gesagt, für Speedrunner gibt es da halt einige Tricks. War auch schon mal überlegen, ob ich lerne, The Legend of Zelda hier zu speedrunnen. Das wäre auch mal eine ganz coole Sache eigentlich, oder? Das wäre ziemlich cool. So, auf jeden Fall können wir jetzt hier das Schloss öffnen. Könnte man auch von der anderen Seite machen. So wie beim ersten Palast von der Seite kann man das, glaube ich, von da auch von oben machen. Oder auch von der Seite irgendwie. Also wenn man das vergisst zu öffnen, ist es nicht so das Problem, sag ich mal. Ja, jetzt müssen wir hier an der Seite einfach lang hüpfen, lang hüppeln. Und können wir das jetzt schon holen? Gibt hier nämlich auch wieder einen Trick, irgendwie, zack. Irgendwie, so, ach, irgendwie mit dem Start, also mit dem Menü aufrufen. Gibt es da einen Trick, dass man da lang hüpfen kann auf dem Wasser oder so? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist da oben noch eine Zaubermuschel. Und hier mussten wir gegenwerfen. Die Truhe, die Vase dagegen werfen, damit wir die Tür öffnen. In dieser Kiste ist ein Fake drin. Da ist nur so ein Schleimdings drin. Oder war das in dieser Kiste? Nee. Hier, ach, die bekommen wir noch gar nicht, stimmt. Zack, 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 zack. Götterhorn. Yeah. So, hier ist jetzt auch... Vier sind ein falscher Weg, vier Wege. Wenn man da reingeht, bekommt man einfach nur einen weiteren Schlüssel. Und ja, hier rechts ist halt der richtige Weg. Zack. 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 Ja, komm schon. Ist das denn ernst? Echt jetzt? So. Und einen Schlüssel bekommen. Nice. Sehr gut. So, jetzt müssen wir... Wir können schon mal hier eine... Bombe legen. Ha. Da müssen wir nämlich später noch durch. Und jetzt heißt es, erstmal den zweiten Miniboss besiegen. Hier gibt es, glaube ich, soweit ich das weiß, auch einen ganz guten Trick. Und zwar müssen wir nur einen besiegen. Zack, die Fee nehme ich gerne mit. Und jetzt, glaube ich, wenn man hier raus und wieder reingeht, ist der Miniboss geschafft. Ziemlich cool eigentlich. Und hier bekommen wir schon unser Dungeon-Item, Leute. Hier bekommen wir schon die Pegasus Boots. Yeah! Sehr, sehr cool. Nein. Boots. Gut. Jetzt können wir in Kombination mit den... Ups. Mit der Feder ziemlich weit springen. Wenn ich das schaffen würde. Ist auf dem Controller ein bisschen schwer, ey. What the fuck? Zack. Und einen Schlüssel holen. Den großen Schlüssel sogar. Aber wir brauchen noch ein paar mehr weitere Schlüssel. Um das alles um hier weiterzukommen. So, ja, diese Bomben explodieren nach einer Zeit. Haben halt einen kleinen Timer, wie ihr seht. Und
Hier ist nur der Kompass, mag man denken. Allerdings... Ach komm, das ist so doof, diese ganzen Texte immer, ne? Und das nicht skippen kann. Allerdings kann man hier mit einer Bombe noch eine Wand freisprengen. Uiuiui. Geh mal weg. Danke. Das wollte ich. Aua. So wollte ich das eigentlich nicht, aber ist okay. So, hier haben wir noch einen weiteren Schlüssel bekommen. Und... Ach nee. Ist das jetzt dein Ernst? Warum sind die denn schon wieder da, Mensch? Kann doch nicht wahr sein. Okay. Ach Gottchen. So, jetzt haben wir zwei Schlüssel. Zack. Hier lang. Ach komm. Okay, dann besiege ich sie mit Pfeile. Mit Pfeilen. Mit Pfeile. Yeah, mit Fäule. Schlüssel. Oben müssen wir jetzt nicht weiter lang gehen. Da bekommen wir, glaube ich, nur die Karte. Und jetzt müssen wir hier genau anfangen. Und hier kommt man nur gegen an, indem man die Boots hat. Und wir haben unsere vier Schlüssel, ne? Ja, wir dürfen unsere vier Schlüssel haben. Wir brauchen, glaube ich, noch einen Schlüssel, oder? Nee, brauchen wir noch einen? Ich glaube nicht, nee. Nee, wir dürften keinen mehr brauchen. Zack. Zack. Und jetzt sind wir hier. Einmal gegenrennen. Das war... Wow. Alter, lal. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Okay. Ah. So, diese Pflanze kann man besiegen, auch wenn sie hier drin ist. Muss man einfach nur so hier gegenschlagen und dann ist sie auch besiegt. So, hier können wir... Upp. Ah! Zack. Und zack. Und das nehme ich gerne mit. Gleich, nachdem ich das Götterhorn eingesammelt habe, natürlich. Zack. Und hier ist schon der Bossraum. Wenn wir hier übrigens alle Fledermäuse besiegen, bekommen wir auch nochmal einen kleinen Schlüssel. Warum, weiß ich nicht ganz genau, aber... Naja. Ja, hier sieht es jetzt so aus, als wäre hier kein Gegner. Aber wir müssen einfach nur gegen die Wand rennen. Und den dann runterholen. Und jetzt teilen. Hä, lol. Das war gerade komisch. Hat sich das gerade alles hier... Das hat sich alles hingebackt, Alter. What? Okay. Ja. Okay. Gut. Das war's schon mit dem dritten Palast, Leute. Sehr gut. Wir haben das Nixenglöckchen erhalten. Und sind schon fast mit der Hälfte des Spiels durch. Nice. Wasserfall, Wasserfall, yeah. Ja, jetzt müssen wir zum Wasserfall. In den vierten Palast. Oh, wie viele Instrumente hast du bereits? Wenn du alle acht gefunden hast, musst du sie vor dem Ei spielen, damit der Windfisch aufwacht und du Kokolint wieder verlassen kannst. Geh nun zur Durstwüste, genau. Ist okay. Danke. So. Da ist nämlich eine Zaubermuschel noch drin. Genauso wie hier. Sehr gut. Außerdem ist noch hier eine Zaubermuschel drin. In diesem Baum. Zack. Hä? Okay. Wie es aussieht, nur wenn man von der Seite gegenläuft. Dann. Genau. Was können wir denn alles machen? Wir haben jetzt die Stiefel. Richtig. Wir können jetzt erstmal hier rein. Und schlafen legen und in einem Albtraum wieder erwachen. Und zwar... Nein! Oh. Mann, das war gerade richtig, richtig gut. So. Hier kommt man nämlich eigentlich nur durch, wenn man die Stiefel hat. Weil man nur dann kann man sie besiegen. Allerdings kommt man hier auch
ganz gut durch, auch wenn man die Stiefel nicht hat. Man kann diese Dinger zur Seite boxen und dann einfach über sie rüberspringen. Weil sie ja in die entgegengesetzte Richtung laufen, wie du läufst. Aber man kann sich halt nur diese 100 Rubine hier snacken. Denn um diesen Eisdings hier zu durchbrechen, ja, braucht man halt die Stiefel. So, und schon haben wir die Flöte. Die Ocarina. Und ja, für Speedrunner gibt es hier einen Trick, um das zu machen. Das sind irgendwie ein Walljump oder so. Ich weiß nicht genau. Kann auf jeden Fall da hochjumpen. Irgendwie. Wie genau, weiß ich auch nicht. Wir holen uns auf jeden Fall jetzt erstmal noch eine weitere Zaubermuschel. Was können wir denn noch alles machen, jetzt wo wir die Stiefel haben? Irgendwie was ich jetzt... Nee, ich glaube soweit erstmal nichts wirklich. Zack. Und zwar, wenn man hier gegenläuft, ist dort eine Zaubermuschel. Yeah. Cool, wa? Richtig, richtig cool. So, was müssen wir jetzt machen? Oben gibt's erstmal nichts zu erledigen. Genau. Dann können wir, ja, erstmal nochmal der Story folgen. Nein, gar nicht. Wir können jetzt hier mit... Mann, du hast ja eine tolle Flöte. Ja. Yeah. Ja, wir können sie uns merken. Wir haben jetzt unser erstes Lied gelernt, Leute. Die Ballade vom Windfisch. Richtig, richtig cool. Ja, wir sollten die Melodie öfter spielen. Aber ich glaube, wir müssen sie nur einmal spielen. Bin ich der Meinung. Nee, gar nicht. Gar nicht. Aber... Ja. Das hätte ich auch alles später erledigen können, fällt mir gerade ein. Nein, oh Gott, wir gehen erstmal hier oben rein. Wir haben keine Bomben, nice. Das kommt mir natürlich richtig gelegen. Verdammt. Wieso habe ich denn keine Bomben? Ich würde gerne Bomben haben irgendwie. Ja, müssen wir das später nochmal erledigen. Ist ja kein Ding. Oh. Übrigens, jetzt nennt uns jeder nur noch Dieb, weil wir geklaut haben im Laden. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr Doki, wir sind jetzt Dieb. Zack. Und wir bekommen eine Honigwabe. Plötzlich hast du statt eines Stockes eine Honigwabe. Tja. So läuft das Leben. Ey. So, wir müssen jetzt... genau. Ganz stumpf einfach. Wie viele Zaubermuscheln haben wir? 10! Gut, wir müssen jetzt erstmal ganz stumpf... wieder in den Zaubermuschelpalast. Um uns eine... weitere Zaubermuschel zu holen. War doch bei 10, ne? Ja. Dürfte bei 10 gewesen sein. Richtig. Zack. Jetzt fehlen uns noch 9 Zaubermuscheln, um das zweite Schwert zu bekommen, Leute. Ja. So, wir müssen... jetzt hier lang. Zack. Und... hier runter. In dieses kleine Dörfchen hier. Und gleich aktiviert sich ein Event. Hätte ich Bomben, ey. Das wäre so gut, ne? Ich habe mich damals immer gefragt, ob man hier irgendwie reingehen kann. Aber das geht nicht. So. Das ist etwa eine Honigwabe, die du hast. Ja, die habe ich. Die kannst du auch gerne haben. Und wir bekommen eine Ananas. Diese Ananas haben wir jetzt erstmal ein Weilchen.